Einen wunderschönen guten Morgen aus Kroatien. Ich stehe direkt am Meer und mache heute mal einen Badepart. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Im Wasser sind lauter Segel, aber ich bin bisher ja ganz stolz auf mich. Ich habe tatsächlich Badeschuhe mitgebracht. Und da steht Renner. Ich gehe jetzt hier erstmal ein bisschen die Gegend erkunden, weil ich bin nicht die Schwimmerin, die ihren Kopf immer oben lässt. Ich bin gern mit dem ganzen Körper unter Wasser, habe mir aber gestern erst die Haare gewaschen. Das heißt, ich muss mal gucken, ob es hier irgendwo eine Dusche gibt mit dem Salzwasser in den Haaren. Das macht sich nicht gut. Ich habe mal umgeparkt, weil, ihr seht mich, hallo. Ich habe jetzt meine eigene Terrasse hier und meinen eigenen Mülleimer. Perfekt. So, schaut mal. Ich habe mir jetzt ein Büro gebaut, weil es so heiß ist in der Sonne. Schön, wenn man mal was benutzen kann, was man schon ewig dabei hat. Hier ist es ein bisschen schattig. Das Tarp verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe es hier oben mit Neodym-Magneten befestigt. Hält die Bombe. Die ganze Zeit fliegen hier schon diese Flugzeuge und landen hier. Wahrscheinlich der Wasserflugzeugflughafen. Nicht, dass ihr euch wundert, ich sehe nicht, was ich filme. Ich gebe mein Bestes. Oh, hier ist eine Ameisenstraße. Was die alles so wegtragen. Na, das ist ja wohl ein bisschen schwer, oder? Ach, schafft sie. Ich bin noch einmal schnell ins Wasser gelegt. Jetzt packe ich das Auto zusammen und es geht weiter on Tour. Ich stehe hier auf so einem Parkplatz und schaut mal, da setzt sich einfach so eine riesige Möwe auf das Auto und piekt daran rum. Die soll gar nicht zu meinem Auto kommen. Was für ein Zufall, noch ein Auto aus meinem Landkreis. Eine Brücke. Wow, da bin ich gerade rüber gefahren. Und hier ist ein großer See. So, und jetzt geht's weiter Richtung Berge. Hier stehen lauter Olivenbäume. Seht ihr das? I'm traveling around the world. Every day there's something new. Like a child I learned to roll and turn. All the things I thought I knew. There are so many ways to think and live. It's so colorful and bright. All the prejudices inside my head, I lay them by my... Es ist etwas windig, aber mega genial. Ich bin fast auf diesem Gebirge, was ich euch eben gezeigt habe. Und das ist mein Ausblick. Ist das nicht genial?
Aber hier auf der Karte, oh, die ist jetzt schlecht zu sehen wegen der Sonne. Hier auf der Karte könnt ihr das sehen. An der Seite sind die ganzen Gewässer der Plitwitzer Seen jetzt hier. Ich bin an meinem heutigen Standort angekommen. Ich bin hier, da sieht man es, an einem kleinen Fluss. Ich blende euch mal hier eine Karte ein, wo ich genau jetzt bin. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Slowenien. Eigentlich hatte ich jetzt einen anderen Standort mir ausgesucht, aber den hat Google Maps nicht gefunden. Das Problem war, dass da praktisch kein Internet war. Hier ist auch nicht wirklich ein Strich 3G, habe ich. Aber ist egal. Ich mache mir jetzt ein bisschen Gemüse. Ich habe nämlich vom Bauern, wo ich Nektarinen gekauft habe, 2 Zwiebeln geschenkt bekommen und noch andere Sachen. Und die brate ich mir jetzt lecker und dann kuschel ich mich richtig ein. Ich freue mich schon auf diese Nacht heute, weil hier ist es nicht so heiß. Also letzte Nacht waren ja nachts 30 Grad, obwohl hier werden wohl viele Mücken sein. Es ist ein Fluss, aber das ist nicht das Problem. Hauptsache, es ist nicht mehr so heiß. Das ist wirklich schwierig. Wenn man keine Klimaanlage hat, sollte man im Sommer nicht in Kroatien an den Strand fahren mit einem Van. Also das ist echt hardcore. Wisst ihr, wie das duftet? Lecker! Jetzt laufe ich hier, da sind Wasserfälle. Da steht da was. Sieht aus wie ein Reh. Seht ihr das? Jetzt geht's los. Ja. Eindeutig. Oh wow, wie schön die es hier haben. Wird ja hier keine Bären geben, oder? Gibt es in Kroatien auch Bären? Weiter komme ich jetzt nicht, aber richtig schön hier. Habe ich wieder eine tolle Ecke entdeckt. Hier im Norden von Kroatien. Ich bin kurz vor der Stadt Karlovac. Ach, hier haben sich Jugendliche was gebaut. Da ist der Sprungturm. Und hier ist die Affenschaukel. Ein richtig schönes Plätzchen, was ich hier wieder entdeckt habe. Das Wasser ist sogar ganz klar. Hier ist eine kleine Treppe gebaut, eine Naturtreppe. Hübsch. Ui, jetzt ist kaum noch was zu sehen, aber trotzdem. Da steht Werner. Und hier ist der Fluss. Hier stehen ein paar Kähne. Richtig schön. Hier knistert es auch ständig im Gebüsch. Also hier sind irgendwelche Tiere. Hier ist noch eine Sitzmöglichkeit, wenn ein paar mehr Personen kommen. Übrigens, alle Stellplätze sind markiert für mich. Wenn euch einer besonders gefallen hat, dann schreibt mir gern. Dann schicke ich den euch zu. Schreiben könnt ihr mir über Instagram oder auch in die Kommentare oder über die Website. Puh, ich bin richtig müde. Ja, war wieder ein ereignisreicher Tag. Wie hat es euch gefallen? Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt und vor allem sehen wollt, wie meine Tour weitergeht, dann abonniert meinen Kanal, Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. But all will be okay. I move on each and every day. The path
past is where it stays, way back a year ago.